Schachner die Mannschaft mit hohem Altersdurchschnitt, über 30 Jahre alt. Die Linzer wieder mit einer sehr jungen Truppe, Durchschnittsalter 22 Jahre. Und man hoffte natürlich heute auf den ersten Heimerfolg. Die junge Linzer Mannschaft ganz im Blau von rechts nach links beginnt auch gleich sehr druckvoll. Und in der zweiten Minute erzielt Herbert Linnemeier bereits das 1:0 für den FC Kehli Linz. Aber die Obersteirer kontern immer wieder gefährlich. Hier ein Fehler von Laschinger nach diesem Eckball. Und dann kann sich Schachner hier in dieser Szene nicht durchsetzen. Das ist Trainer Heinz Eisengrein, der Betreuer der Obersteirer. Aber das Spiel machen die Linzer wieder. Herbert Linnemeier, gutes Solo und durch die Beine von Michael Krenn. 2:0 in der 19. Minute für Kehli Linz. Die ganz junge Mannschaft, die ja heute auf die beiden Legionäre Frenay und Karadzic verzichten muss. Außerdem ist Gschneider nicht dabei, klar in Führung. Hier ein versuchter Schuss von Brenner. Pausenstand 2:0. Nach Seitenwechsel Skrivanek. Fehler von Königsmeier. Und der Galese Fatabu, das ist der Anschlusstreffer. 2:1. Noch einmal wird das Match vor etwa 1000 Zuschauern im Linzer Stadion spannend. Die Obersteirer machen auf und jetzt kommen die Linzer zu Konterchancen. Ronny Brunnmeier und das ist das 3:1 nach 66 Minuten. Jetzt ist das Match endgültig gelaufen. Und die Linzer haben noch einige Möglichkeiten, hier durch den eingewechselten Hartl, ein ganz großes Talent, und er erzielt knapp vor Ende des Spieles das 4:1. Schauen wir uns das Tor noch einmal an. Der FC Linz gewinnt gegen Leoben mit 4:1. Also erster Heimsieg für die jungen Linzer. Nun zu